Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen Need for Speed Carbon. Wie gesagt, wir werden es nämlich nicht zu 100% spielen, da ich leider nicht den Skill besitze. Aber soweit, wie wir können. So, wir sind ja schon längst in Darius' Gebiet. Haben wir schon zwei Territorien erobert und hier sind direkt drei nebeneinander. Canyon, Kontrollpunkt und Sprint. Ich nehme jetzt erstmal den Porsche. Außer bei Canyon. Dann nehme ich auf jeden Fall den anderen, weil es da zu 100% keine Polizei gibt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das hier Canyon ist. Nein, das ist nicht. Gut. Perfekter Start. Das ist nice. Wieso? Ich habe im letzten Part Niki ausgewählt. Dann habe ich ein Rennen gemacht, damit es auch hundertprozentig speichert. Und dann habe ich nochmal geguckt, ob Niki auch wirklich ausgewählt ist. Und ja, war sie. Ich bin auch hiermit gefahren. Wieso fahren wir jetzt mit Samson? Ist das verbuggt oder was? Scheiße. Nein. Nein. Oh nein. Samson rastet aus und kriegt den Wutanfall seines Lebens. Alter! Ja, Junge! Weißt du, nimmt in der Kurve Nitro. Wie dumm bist du eigentlich? Der Gegner hat schon ordentlichen Vorsprung. Und das Rennen ist nicht wirklich lang. Ja, ich bin auch hier dämlich wie Kurt und da ist die Polizei. Wie lange wird die Verfolgungsjagd in diesem Part dauern? Die Polizei beschafft sich aber zuerst immer mit dem Ersten. Das weiß ich. Ja, der befasst sich mit mir, super. Und natürlich lässt er mich vor, damit schön alle auf mich gehen. Ist mir egal, weil ich wieder Fahndungsstufe 1 am Anfang bin. Außerdem habe ich ja extra diesen Wagen ausgewählt. Also halt mal. Komm, das Rennen müssen wir aber doch gewinnen. Ja, ich habe vor allem über 3 Sekunden Vorsprung. Sogar vor Samson? Das ist ziemlich viel. Motorstufe 3 Profi-Paket. Das ist natürlich schön. Jetzt müssen wir aber erst noch vor der Polizei weiterfahren. Wegfahren, meinte ich. Ja, super. Und ich stehe direkt quer. Das ist doch schön. Nicht. Ich weiß nicht, was die Polizei hier anstellt. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier anstelle. Ich bin fast noch dümmer als die Polizei. Verfolgen die jetzt mich oder andere? Die rammen sich selbst. Egal. Als ob die jetzt alle den scheiß anderen Weg gefahren wären. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt auch Nitro eingesetzt. Oh. Super. Wahrscheinlich wieder Fahndungsstufe 2. Unfall. Ganz größter Unfall. Da können sie nicht durch. Also, oh, sind sie auch nicht. Wieso stand da gerade erwischt? Der war auf der Brücke über mir, der kann mich doch nicht sehen. Scheiße, der kommt. Alle Unterstützungseinheiten,
Oh, das schaffe ich jetzt, oder? Ja, auf der Karte ist keiner, okay. Nicht so lang. Weltkarte. Kontrollpunkt. 6,9 Kilometer zum Eventsprint. Wieder ein perfekter Start, das ist schön. Hoffentlich wird es diesmal nicht so knapp wie in den letzten paar Parts. Da habe ich es nämlich einmal mit 0,00 Sekunden ins Ziel geschafft. Das war einfach nur so lackig. Okay, schauen wir mal auf die Zeiten. Beim ersten Sektor habe ich noch 10 Sekunden. Die Stelle hier wieder, die ist so assi. Muss ich aufpassen. Dieses Mal 13. Das heißt, 3 Sekunden gut gemacht. Jetzt könnte es knapp werden. Weil man nicht nur die Zeit vom sich fortbewegen verliert, sondern auch die Zeit vom wieder Speed aufholen. Das wird echt knapp. Niemals mehr als 10 Sekunden Zeit habe ich dann. Oder? Okay, insgesamt verloren habe ich 5 Sekunden. Also 8 Sekunden jetzt. Und jetzt muss ich wieder auf die 10 kommen. Die 3 Kontrollpunkte haben wir schon. Ich frage mich jetzt immer, ob wie viel wir jetzt schon hatten, also ob das anzeigt, wie viel wir hatten oder der wie viel von wie vielen jetzt kommt. Okay, jetzt haben wir 11. Das heißt, wir haben 3 Sekunden aufgeholt. Wir sind schnell. Nein, ich hätte da abkürzen können. Ach, was mache ich denn, ich Idiot? Beeil dich, 7 Sekunden. Bremsen und Fahrwerkstufe 3. Rennpaket? What? Und neues Territorium. Hahaha. SLR McLaren, Alter, was geht denn in diesem Part ab? SLR McLaren. Das ist ein Unterschlupf. Was ist das hier? Ein Autohändler. Ja, Aushändler, genau. Nein, jetzt habe ich GPS aktiviert, ich Idiot. Das ist jetzt eine Frage. Ich meine, genug Geld haben wir ja. Ist ja nicht so, als hätten wir zu wenig Geld. Aber die Frage ist, 190.000? Und die Steps sind einfach richtig geil. Ich muss wirklich erstmal gucken, wie meine Wagen jetzt genau aussehen, damit ich gucken kann. Okay, also der ist schon besser.
Ich werde ihn mir jetzt kaufen und werde, glaube ich, den Porsche verkaufen. Mann, das ist so scheiße. Oh, dann freie Fahrt. Und jetzt halt Weltkarte, damit es rangezoomt ist. Autohändler zum Auto springen. Schaut euch mal an, wie es oben immer weiter steigt. Scheiße. Geld mit dem Wert vertauscht. Er kostet nicht 190.000 und wir haben nicht 240.000. Andersrum. Dann werde ich jetzt meinen Porsche verkaufen müssen und dann den MLS kaufen, oder wie der jetzt hieß. Porsche, der bringt 75.000. Betrug.